So, und da sind wir jetzt an der Stelle auch. Citizen Spotlight heute, das Kartell. Ich freue mich wahnsinnig, dass das geklappt hat. An der Stelle ganz herzlich willkommen an die Officer aus dem Kartell, die heute hier bei uns, mir und euch natürlich im Chat Rede und Antwort stehen. Das heißt, ihr könnt gerne eure Fragen posten. Wir werden sehen, dass wir sie so schnell wie möglich auch in die Sendung einbauen. Herzlich willkommen, Okta, Malu und Madwack. Schönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Ja, Das ist hallo. euer. Hallöchen, ja. Ihr drei wurdet heute sozusagen von eurer Community, von eurer großen Community dazu abkommandiert oder habt euch selber dafür eingefunden, heute euch ein bisschen vorzustellen. Und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ich fange mal direkt bei dir an, Okta. Du bist der Gründer des Kartells. Und von daher würde ich mal bei dir direkt anfangen mit der Frage: Wie hat eigentlich alles angefangen? Also Ja, woher kommt das Kartell? es war eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich habe von diesem tollen Spiel Star Citizen gehört und es war einfach alles faszinierend. Ich habe mir das mit meinen Freunden angesehen und wollte dann eigentlich einer Organisation auch beitreten, aber dabei ist mir halt leider aufgefallen, dass viele Organisationen so Beschränkungen hatten, was darf ich im Spiel machen? Also es wurde entweder der eine oder andere Bereich ausgeschlossen, entweder weil der teilweise nicht als legal angesehen wurde oder weil es nicht in das Kernkonzept der Organisation fiel, also auch bei legalen Bereichen. Und das war für mich eigentlich so ein Punkt. Ich habe praktisch wie viele andere auch 10 Jahre lang WoW gespielt und ich hatte einfach mit einem gewissen Erreichen einer Altersgrenze immer die Geduld dazu, dass mir praktisch jemand anders diktiert, was ich in dem Spiel nutzen kann, wenn ich selber dafür zahle und meine eigene Freizeit dafür aufwende. Und das war eigentlich so eine kurze Entscheidung, eigentlich dann gründest du eine eigene Organisation. Da kannst du machen, was willst du ungefähr drin. Und vielleicht interessiert es ja auch noch jemand anders, wenn es die entsprechende Philosophie dann veröffentlicht, damit dann die Leute auch sehen, man kann da alles machen, aber es war eigentlich nicht geplant, dass es so groß wird, sondern ich dachte halt, bis zum Start vom Spiel findest du ungefähr 30 Leute, die das interessiert, ne? Und das war dann halt so, wir haben im Forum dann bis zum Start des Organisationsfeature-Releases hat man ungefähr 60 Beitritte und danach ist es eben explodiert. Okay. Wann ging es denn eigentlich los? Also wann bist du denn dazugekommen, beziehungsweise wann habt ihr euch denn gegründet? Das war am 26.11.2013. Okay. Also das war so dieser Startzeitpunkt und das ist eben auch so ein ganz wichtiger Punkt für uns gewesen, ne? Dass wir sagen, wenn Chris Roberts da so viele Funktionen einbaut in das Spiel, dann wollen wir uns nicht begrenzen. Also es ist so, wir möchten einfach alles spielen in dem Spiel. Wir möchten nicht nur Kopfgeldjäger sein, wir möchten nicht nur Händler sein, wir möchten nicht nur Pirat sein, das ist ja auch eine legitime Funktion in Star Citizen, sondern wir möchten einfach alles nutzen. Also es ist genauso, wenn ich als Händler unterwegs bin, dann möchte ich auch den Thrill haben und von jemandem überfallen werden. Und wenn ich jemanden auflauere, sage ich mal, als Pirat oder was, dann möchte ich auch den Thrill haben, aber das sind nicht die ausschließlichen Kernbereiche, weil da eben viel diskutiert wird drüber, ne? Da gibt es im Moment aufgeheizte Diskussionen mit Händlern und Piraten und so, das hat man auch auf der Gamescom gemerkt, aber das ist gar nicht unser Hauptbereich, sondern wir wollen einfach nur, dass jeder alle Funktionen von Star Citizen nutzen kann. Okay, also sozusagen ist das auch der Urgedanke, nehme ich an, der hinter dem Namen steht, das Kartell, dass es eben Genau. alles zusammenfasst. Das war eigentlich auch so ein spontaner Einfall, ne? Einfach passend zur Komplettausrichtung. Syndikat waren so ein bisschen zu heftig. Und das war einfach ganz spontaner Einfall, fertig, das Kartell. Alles klar. Ich denke, ihr seid nach wie vor auch die größte deutsche Star Citizen Corporation und Community. Wie viele Leute seid ihr jetzt gerade aktuell? Knapp unter 1600 sind wir im Moment. Alles Hauptmitglieder zurzeit. Also es ist halt eine unserer Beitrittsvoraussetzungen. Okay, also das heißt, Affiliates, wie es jetzt momentan auf der RSI-Website gibt, das gibt es bei euch nicht. Also wir erlauben natürlich, dass jemand, der uns beitritt, auch Affiliate
Organisationen hat, aber wir setzen eben voraus, dass wir als Hauptorganisation eingetragen sind. Und das hat bisher vom Konzept recht gut funktioniert. Wir haben auch einen recht guten Altersdurchschnitt mit 32 Jahren und wir denken, dass wir da eigentlich recht viele Leute ansprechen. Ja, okay. Und 32 Jahre sagst du, so ist euer Ist Durchschnitt, der ja? Altersdurchschnitt. Also wir haben Leute drin mit 18, wir haben aber auch Leute, die sind über 70, ne? Ah ja, okay, klasse. Ja, genau, also das wollte ich nämlich auch mal so fragen. Habt ihr so eine Idee, wie wo so euer jüngstes und euer ältestes Mitglied ist? Habt ihr zum Beispiel eine Beschränkung, was das Alter angeht? Also eigentlich muss jemand volljährig sein, damit er bei uns beitreten kann. Es gibt allerdings eine Ausnahmeregel. Wir sind halt alle, ich sage mal, schon durch die Zeit mit den Spielen gewachsen. Und wenn jetzt jemand jüngere Familienmitglieder hat, also ein älteres Familienmitglied in der Organisation ist, dann können natürlich gern auch seine Kinder und so beitreten. Nur wenn jetzt jemand kommt, der jünger ist als 18 und sagt, er möchte beitreten, dann müssen wir halt leider ablehnen, wenn er bereits ein älteres Familienmitglied drin ist. Und ansonsten, wir setzen halt erwachsenes Verhalten voraus und noch ein paar andere Punkte. Okay, alles klar. Meine Herren, also 1600 Mitglieder knapp, das ist eine große Menge. Schon bei uns, wir mit knapp über 300 Mitgliedern merkt man, es ist viel Aufwand notwendig, es ist viel Arbeit notwendig, um das alles auch kollegial zu gestalten. Da würde ich jetzt ganz gerne mal einfach von euch hören, wie ist denn eure Struktur da? Also wie ihr seid auch schon in der Vorbereitung zu dem Twitch heute sehr strukturiert, sehr klar organisiert gewesen und das würde natürlich jetzt viele interessieren, wie seid ihr denn eigentlich strukturell aufgebaut? Da muss man natürlich zwischen zwei Bereichen unterscheiden, zwischen der Ingame-Organisation und zwischen der, ich sag mal, Outgame-Organisation, wo es ja auch recht viele Punkte gibt. Und zur Ingame-Organisation, denke ich mal, kann uns jetzt der Mattwack ein bisschen was erzählen. Ja, das kann ich machen. Grundsätzlich, wenn du frisch gebackenes Kartellmitglied bist, bist du nirgendwo dabei. Alles steht dir frei. Du hast genau dieselbe Freiheit, nur zusätzlich hast du eine riesige Organisation, die dich unterstützt und die den Rücken deckt. Wenn du jetzt das Gefühl hast, ich möchte aber meinen Tagesablauf strukturierter haben, eine festere Gruppe, Leute, mit denen ich was tun möchte, dann kannst du in eine Staffel gehen. Genau gesagt kannst du zwei Staffeln auswählen, eine Primärwahl, eine Sekundärwahl. Das wiederum, wie es unsere Natur ist, mehr Freiheit. Es möchte vielleicht nicht jemand die ganze Zeit nur kämpfen, vielleicht auch handeln. Dann setzt er das eine als Primärwahl, das andere als Sekundärwahl und hat zwei organisierte Gruppen, die ihm helfen. Die Staffeln sind in vier Bereichen aufgebaut. Wir haben einen Raumüberlegenheitsbereich, wir haben einen Forschungsbereich, wir haben einen Profitbereich und wir haben einen Subradarbereich. Jedem Bereich stehen zwei Offiziere vor, jeder Bereich hat acht Staffeln und jeder Bereich hat zwei Sondereinheiten. Okay. Innerhalb der Staffeln haben wir Staffelleiter. Jedem Staffelleiter sind wiederum vier Kommandogruppenleiter unterstellt. Und die Einheiten, die am Ende von einer Person kommandiert werden, sind dann so etwa 10, manchmal ein bisschen mehr Kartellmitglieder. Und so haben wir von ganz kleinen Einheiten eine Struktur bis zu einem sehr, sehr großen Ganzen. Außerhalb der Staffelorganisation haben wir noch mehrere freie Bereiche. Einer davon ist die Flugschule. Da legen wir sehr, sehr großen Wert darauf, dass unseren Mitgliedern die Möglichkeit gegeben wird, möglichst früh und so intensiv sie eben wollen, sich daran zu beteiligen, sich gegenseitig zu sparen, immer besser zu werden. Und der Einsatz wird natürlich auch soll belohnt werden, nicht nur dadurch, dass sie besser werden, sondern wir planen, dass es da strukturierte Lehrpläne, strukturierte Prüfungsmodule gibt und auch als Belohnung Abzeichen und Spangen für diesen Zweck. Und da denken wir noch ein Stückchen weiter. Wir bauen eine Rettungseinheit auf, die ist auch außerhalb der Staffeln. Natürlich kann es auch innerhalb der Staffeln so etwas geben, aber die ist spezifisch außerhalb der Staffeln, damit sie für alle Kartellmitglieder gleichermaßen zur Verfügung steht.
Okay. Und wenn ich jetzt sozusagen direkt einsteigen würde bei euch, das bedeutet, ich kann mir das tatsächlich frei aussuchen. Gibt es da, ich sag mal, Zugangstests? Prüft ihr da irgendetwas in diese Richtung oder ist es erstmal tatsächlich dem Spieler komplett überlassen, wo er sich in welche Richtung er hingehen will und kann sich sozusagen einfach für ihn interessante, für die ihn interessante Staffel eintragen lassen? Unbedingt sehe ich das beim Kartellmitglied. Da gibt es im Moment gar keine Beschränkungen. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass eine Staffel schon so voll ist, dass dort gerade kein Platz ist. Aber am Ende liegt es beim Kartellmitglied, sich die Dinge anzuschauen. Wir haben Übersichtsseiten, wo sich die Staffeln vorstellen und sich dort einzutragen, wo man glaubt, am ehesten daheim zu sein. Wichtig ist auch, wenn man feststellt, das passt doch nicht oder halt mal, da wird ja ein total cooles Feature im Kampf dazugegeben oder ein total cooles Feature in der Forschung dazugegeben, vielleicht möchte ich doch das mehr machen, kann man also bis zum Launch problemlos seine Präferenzen auch noch ändern. Und auch danach. Okay, und du sprachtest gerade, wenn eine Staffel voll ist, habt ihr denn Beschränkungen, wo ihr sagt, so bis dahin funktioniert's oder ist das eigentlich immer erweiterbar oder wie ihr eure Staffeln aufstellt? Das erzähle ich mal kurz, weil ich das auch entsprechend programmiert habe. Das ist so, das ist ein automatisches System. Ja, im Moment haben wir eine Primärstaffel und eine Sekundärstaffel zur Auswahl für die Mitglieder. Und es gibt eine bestimmte Anzahl, eine Maximalgrenze, die im Moment eingestellt ist, 40 Leute halt. Das gilt für Primär und Sekundär, das ist jetzt ein bisschen technisch. Und es gibt eine Berechnung der Differenz. Das ist einfach der Sinn davon, dass die Staffeln im Endeffekt gleichmäßig befüllt werden bis zum Start des PU. Nicht, dass die eine Staffel dann im Endeffekt, weil die Staffel kann bis zu 80 Member aktuell eingestellt haben. Und es gibt auch schon viele, die haben schon 40 Member, eben dass die Staffeln relativ gleichmäßig befüllt werden und dann entsprechend auch einsatzfähig sind. Okay. Das ist genau die interessante Sache. Also 80 Mann, hast du so gesagt, war so, ist so quasi das Top-up. Wobei sich das ja noch bis zum Spiel entwickeln soll, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ne? Dass man sie eben etwa ausgeglichen hat bis zum Release dann sozusagen, ne? Genau, also das ist ja so, entweder wenn das dann zu viel wird, dann wir können ja auch noch die Mitgliederzahl der entsprechenden Staffel erhöhen oder wir stellen neue Staffeln ein. Also wir sind da im Moment überhaupt nicht gebunden. Es ist auch ganz wichtig für uns klarzustellen, dass die Staffeln keine Einschränkung sind, sondern dass das eine Erweiterung ist. Das heißt, wenn ich gerade keine Staffel Aktion durchführe, in der ich mich natürlich der Kommandostruktur unterordnen muss, damit ich einsatzfähig bin als Staffel. Sobald diese Staffelaktion beendet ist, habe ich natürlich wieder sämtliche Freiheiten. Und es gibt auch keine Pflicht im Moment, an der Staffelaktion beizutreten oder teilzuhaben. Der einzige Grund soll eben sein, dass da was wirklich Cooles passiert, wo 40 Leute auf einmal unterwegs sind und einen gigantischen Mehrwert im Erlebnis bieten und dass man da auch mitmachen will, ne? Ja, richtig. Ich meine, Star Citizen ist ja gerade, wenn man sich jetzt als Spieler für größere Flottenaktionen, dem Dienst oder auch einfach das Spielen auf Großkampfschiffen und Ähnlichem interessiert, da braucht man ja schon einen großen Personalstock, um das stemmen zu können. Ist ja völlig klar, eine 80-Mann-Javelin oder entsprechende schon 23 Mann für eine Idris, die ja in der Regel nicht alleine unterwegs sein sollte, da muss man ja schon einiges brauchen. Ich denke, darauf bereitet ihr euch so ein bisschen vor, ne, dass ihr auch dieses Erlebnis bieten könnt. Auf jeden Fall. Wir haben ja auch da schon ein paar in der Flotte drin. Wir haben jetzt allerdings noch keine genaue Flottenaufstellung. Es ist so, wir versuchen immer redundante Tätigkeiten zu vermeiden. Also Entwicklung von redundanten Tätigkeiten, damit wir unsere Entwicklungszeit eben für andere Sachen freihalten. Und da ja von CIG der Fleet View schon angekündigt ist, auf den entsprechenden Organisationsseiten entwickeln wir da jetzt nichts Gesondertes und warten einfach, bis der freigeschalten wird, damit wir
wir da den genauen Überblick haben. Apropos sozusagen Kräfte sparen für interessante oder wichtige Tätigkeiten. Wir waren jetzt bei der Ingame-Organisation, aber ihr macht ja auch viel für eure Corporation, für euch sozusagen an Dingen, die jetzt nicht direkt im Spiel, wo man eh noch nicht richtig unterwegs sein kann, zählen. Das bedeutet, an der ersten Stelle wollte ich da mal zum Beispiel euren Kartellboten erwähnt haben, der von euch ein wichtiger Teil ist und wo ihr sehr viel Arbeit reinsteckt. Ich glaube, da, Malu, bist du der richtige Ansprechpartner für, ne? Für die Ganz Redaktion genau. dort. Genau, der Kartellbote ist eines der Inhalte, die wir unseren Kartellmitgliedern zur Verfügung stellen. Und das ist quasi so ein Kartellmagazin, eine Organisationszeitung. Da haben wir bisher 15 Ausgaben rausgebracht, im Schnitt so 25 Seiten. Und dort findet man eben die Kartellnews, CRG-News, aber auch Übersetzungen, TÜV-Vorstellungen, Staffelvorstellungen machen wir auch. Interviews mit Offizieren zum Beispiel, Fanfiction und alles, wo wir unsere Finger rankriegen können. Okay. Da steckt ja wahrscheinlich ich kenne das jetzt bei uns von Star Citizen Base, da steckt ja wahrscheinlich eine ganze eigene Arbeitsstruktur hinter. Also ich rede mal Ja, in da haben Richtung wir. Grafik und sowas alles, ne? Ja, genau. Wir haben, also erstmal für den Kartellboten haben wir eigentlich quasi eine kleine Unterredaktion, die nur für den Kartellboten zuständig ist. Und die hat auch einen Grafiker. Das muss natürlich alles grafisch schön gemacht werden. Das gelingt uns, glaube ich, auch ganz gut. Wir haben aber auch viele, viele andere Inhalte, bei der uns die Grafikabteilung hilft. Das wären Staffellogos für die Staffeln. Wie du vielleicht weißt, übersetzen wir auch die Broschüren und die müssen natürlich auch grafisch bearbeitet werden. Dafür haben wir die Grafikabteilung. Dann hat die Grafikabteilung einen Trailer für uns gemacht, den man auf unserem YouTube-Kanal anschauen kann. Hatte ich hier auch gerade drin, genau. Genau, und ebenfalls Auszeichnungen, Medaillen, Bänder werden auch von der Grafikabteilung erstellt. Okay, und jetzt abgesehen von, hatten wir im Vorgespräch mal oder habe ich hier in meinen Unterlagen auch drin, abgesehen von jetzt dem Boten an sich, was ja eine großartige Sache ist, das den Leuten so dezidiert übersetzt und strukturiert und schön aufbereitet zur Verfügung zu stellen. Ihr habt auch viele, viele interne Dinge noch, die zu verwalten sind. Ich glaube, ihr habt sogar einen eigenen Wiki, ne? Wir haben einen internen Wiki, genau. Ja. Willst du da was zu sagen, Jörg? Ja, also es ist so, das Wiki ist halt so als Gesamtsammlung bzw. Wissensdatenbank dann wirklich im PU für die Mitglieder gedacht. Also es kann jeder reinschreiben, interessante Daten hinterlegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in dem System einen interessanten Asteroidengürtel finde, da stehen auch wichtige Daten von der Flugschule drin, also die ganzen textuellen Unterlagen, die die Flugschule begleiten, Informationen zu Waffen, wie Zielen funktioniert, also gibt es eine ganze Menge Einträge. Dann haben wir noch ein Tracking-Tool, wo wir eben unsere Projekte auch steuern. Da haben wir im Moment knapp 400 Arbeitspakete, die wir bearbeiten und die an die entsprechenden Bereiche dann gleichzeitig rausgehen. Im Moment haben wir circa, wenn man es mal so komplett überschlägt, 50 Mitarbeitende, die jeden Monat ein paar hundert Stunden Arbeitsleistung aufwenden. Also da geht schon ordentlich was rein und manche Tage sind echt heftig, aber ich denke, es rentiert sich. Es rentiert sich, auch wenn es manchmal wirklich, wirklich reinzieht. Aber das kriegen wir schon gebacken. Wir haben auch ein internes Forum, da kam auch mal die Frage auf, ob wir sowas überhaupt haben. Ich war, muss ich dazu sagen, ursprünglich dagegen, internes Forum aufzuziehen. Also ich habe mir gedacht, was bringt das da so? Ne? Du machst da fünf Threads auf oder drei Unterforen, da schreibt doch keiner. Und meine Officer, der Carsten und der Marius, die haben dann gesagt, wir brauchen das, wir brauchen das. Da habe ich gesagt, na gut, dann mache ich halt eins auf. Ihr werdet schon sehen, nach einem Monat hat da keiner reingepostet. Im Februar haben wir das eröffnet, wir haben jetzt 23.000 Posts. Okay, ja. Also das, da habe ich leider eine kleine Wette verloren. Ja, ich verstehe.
Karteimitglieder dürfen sich dann bei mir und Marius bedanken. Und ansonsten haben wir halt noch so Dienstebereitstellungen für unsere Member, also die ganz normale T-Synchronisation. Wir haben alle Single Sign-On, dass die Daten abgeglichen werden. Die User haben einen User, ein Passwort und kommen damit überall rein, egal welches System. Wir haben Funktionen zur Bannererstellung für interne und externe Foren. Wir haben die Staffelzugehörigkeitsfunktion, Funktionen für Staffelleiter und so weiter und so fort. Mhm. Aber das ist jetzt... Okay. Zu sehr in die Tiefe. Ich verstehe. Also, ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wenn ich darf, würde ich gerne noch zwei Bereiche der Redaktion erwähnen. Na klar, bitte. Und das ist zum einen sind unsere Übersetzer und Korrekturleser. Wir haben inzwischen so etwa 150 Übersetzungen erstellt von den Artikeln von CRG. Das heißt, sind diese Galactic Guides, die Broschüren, Teilkapseln, Designposts und so weiter. Das ist, ich würde sogar sagen, das ist so der Großteil der Arbeit der Redaktion. Das ist, denke ich, der größte Umfang, den wir stemmen. Und die kann man natürlich auf unserer Webseite sich angucken. Die werden inzwischen auch zum Teil Star Citizen News Radio zur Verfügung gestellt. Unserer Partnerseite, mit der wir vor kurzem eine engere Zusammenarbeit vereinbart haben. Und zu guter Letzt gibt es noch den Fanfiction-Bereich. Und da sagt der Name eigentlich schon alles. Unsere Karteimitglieder können Fanfiction schreiben, das uns einschicken, das wird noch kurz korrigiert und dann kommt das auf die Webseite und jeder kann sich daran erlaben. Okay, cool. Das sind auf jeden Fall weitgehende Bereiche. Ich muss da an der Stelle jetzt mal fragen. Ich meine, ich selbst und an der Stelle eben auch Knusper sind in unserer eigenen, ich möchte es jetzt nicht Ignoranz nennen, aber vielleicht einfach in der eigenen Information manchmal ein bisschen daneben gewesen. Darum haben wir auch im Endeffekt mit euch schnellstmöglich dann den Kontakt gesucht, als wir gemerkt haben, wir haben da ein bisschen was verbreitet, was vielleicht nicht ganz in der Richtigkeit entspricht. Und von daher frage ich jetzt mal ganz offen, wie ist es bei euch, legt ihr jetzt großen Wert auf diese Dinge, die wir jetzt hier erfahren, die finde ich wahnsinnig spannend. Ich wusste, ich merke das auch im Chat gerade, ich lese, da werden ganz viele Fragen gestellt von den Leuten, die im Grunde genommen wenig wissen. Und wenn ich mir angucke, das Forum ist bei euch natürlich gesperrt, das heißt, man kommt nicht so ohne weiteres rein, kriegt also auch keinen großen öffentlichen Bereich. Ist es bei euch tatsächlich ein Ziel, dass ihr sagt, naja, im Grunde genommen, wenn ihr euch wirklich für uns interessiert, kommt zu uns und fragt uns selbst? Oder wie seht ihr die Sache mit der Öffentlichkeitswirkung? Weil ihr seid halt ein großer, ganz, ganz großer Teil der deutschen Community. Aber abgesehen jetzt eben von der Zusammenarbeit mit Star Citizen News Radio, was wir jetzt zuletzt auch mitbekommen haben, ansonsten wart ihr bisher immer so, dass es für mich relativ schwer zu greifen war. Ist es, wie seht ihr diese ganze Sache? Also, Also es ist so, zuerst einmal waren wir natürlich extrem beschäftigt mit dem Aufbau dieser ganzen internen Strukturen, der ganzen Systeme etc. Also da ist wirklich eine Menge an Arbeitszeit draufgegangen und wir hatten es auch gar nicht so im Blick. Das andere ist natürlich, dass das PU auch noch einige Zeit, bis es draußen ist. Das mit dem internen Forum, das ist halt wirklich nur für Member. Wir haben ja auch diesen ganz normalen Kartell-Thread im Organisationsforum, im CRG-Forum mit aktuell 200.000 Views. Ne? Und da kann uns gern jeder anschreiben. Es kann uns auch so gerne jeder anschreiben. Wir haben da überhaupt kein Problem damit und wir möchten uns auch nicht abschotten. Wir versuchen gerade, diese ganze Öffentlichkeitsarbeit noch zu lernen. Ne? Das ist halt auch so eine Sache. Ja, ich kenne das. Es ist ein ganz schönes Haifischbecken und man muss ganz schön gucken, dass man das aktuell hält. Ne? Das ist gar nicht so einfach. Also ganz definitiv, wenn jemand mit uns Kontakt aufnehmen will, freuen wir uns natürlich über jegliche Kontaktanfragen. Okay, ne, das ist doch super. Nee, darum bin ich auch so begeistert, dass das heute jetzt hier geklappt hat, dass wir das alles jetzt mal wirklich in voller Länge und so wie ihr das auch sagen wollt und den Leuten auch geben wollt, einfach mal präsentieren könnt. Das war mir jetzt auch an der Stelle sehr, sehr wichtig. Ihr hattet vorhin noch von Rängen und Auszeichnungen gesprochen. Wie ist es denn bei euch an der Stelle? Wodurch steigt man denn Ränge auf oder wodurch kann man denn bei euch Auszeichnungen erringen? Streng nach Leistung. Mein Scherz beiseite. Es ist natürlich so, dass die Leute, zum Beispiel in der Redaktion und die Grafiker, unglaublich viel Arbeit leisten. Und irgendwann ist die Leistung
einfach nicht mehr wegzudenken, und dann wollen wir auch einfach ihnen was zurückgeben und sagen, hey, wir haben gesehen, wie viel du gerade für die Orga getan hast, danke dafür. Aber es kann natürlich auch andere Dinge geben. Es kann zum Beispiel, wenn uns jemand auf einer Convention vertritt, gibt es dafür eine kleine Spange. Mhm. Wenn jemand sich so für Orga einsetzt, auch im PU dann, wenn jemand dort was Großartiges leistet, dafür wird es Auszeichnungen geben. Zusätzlich gibt es natürlich auch die Linienorganisation, wo eine Auszeichnung dafür vergeben wird, dass jemand zum Beispiel eine Staffel übernimmt und leitet. Das ist ja auch nicht ganz ohne Leistung, weil die Leute, die nichts leisten, würden wir uns für eine solche Rolle auch nicht aussuchen. Und das wird von der Philosophie so ähnlich bleiben. Natürlich wird CIG uns da noch sehr, sehr viele Tools zur Verfügung stellen, und wir hoffen, dass wir dieses System noch ein bisschen erweitern und verbessern können, wenn von CIG ein tatsächliches Rangsystem vorliegt. Ja, momentan ist es ja tatsächlich sehr, sehr begrenzt, ne? Was man auf der RSI-Seite findet. Das war eigentlich eine Frage, die hatten wir jetzt nicht in der Vorbereitung, aber die ist mir jetzt so gekommen. Was würdet ihr euch denn, wenn ihr euch jetzt mal ganz ad hoc aus dem Bauch heraus überlegt, von CIG an der Stelle wünschen? Was würde euch denn, gerade wenn man so in Richtung Organisation 2.0 oder Corporation 2.0 geht, was wären für euch so Kernfeatures, wo ihr sagen würdet, das wäre was, wenn wir das beim nächsten Mal oder beim Update bekommen würden? Rollenränge-Erweiterung. Jawohl. Da bin ich ganz auf eurer Seite. Jahren, was soll das? Ja. Ein Kartell, also ein Organisationsforum auf der CIG-Seite wäre auch nicht schlecht. Wir haben zwar jetzt ein internes Forum, aber es kann gut sein, dass wir dann irgendwann wieder umziehen auf die andere Seite, wenn CIG was richtig Gutes da auf die Beine stellt. Im Moment ist es ja noch ein bisschen so lala. Es gibt ja zum Beispiel noch nicht mal für die verschiedenen Nationen irgendwelche Bereiche, die vielleicht ganz praktisch wären, weil so, wenn man jetzt irgendwas Deutsches im Forum postet oder so, dann geht das natürlich sofort unter. Ja, das ist richtig, ne? Das ist tatsächlich immer noch schwer. Ist übrigens auch schwierig, was den Community Hub angeht an der Stelle, ne? Also das muss man auch mal sagen. Das ist etwas unübersichtlich da noch, aber dann mal gucken, wie sie sich da noch weiterentwickeln. Ja, war für mich so eine persönliche Frage, weil bei uns ist es auch tatsächlich mit den ganzen Rängen und Ähnlichen, dass man da darum bittet, dass sich das bald ein bisschen erweitert, ne? Also auf jeden Fall. Wenn man sich jetzt für euch als Bewerber interessiert, was sollte denn ein potenzieller Bewerber, ein potenzielles neues Kartellmitglied mitbringen, damit es bei euch erfolgreich in die Organisation startet? Jörg hat da schon sehr, sehr viel dazu gesagt. Volljährigkeit ist ein Thema. Da machen wir es uns natürlich leicht, aber es ist einfach beim Spiel, das einen relativ hohen Altersdurchschnitt hat, gar nicht so schwer, fast nur volljährige Bewerber zu bekommen. Wir machen Ausnahmen, wie Jörg gesagt hat. Wichtig ist uns einfach, dass jemand sich erwachsen verhält, dass man mit jemand erwachsen reden kann, dass jemand in der Lage ist, zwischen Ingame und der Realität zu unterscheiden. Da kann es nicht sein, dass sich jemand durch etwas, das im Spiel passiert ist, komplett beleidigt fühlt, komplett austickt, weil er damit einfach andere Leute mitreißt und denen das Spiel, das sie eigentlich zum Spaß, zur Unterhaltung haben, erschwert, kaputt macht, und das muss einfach nicht sein. Und dann gibt es natürlich noch ein paar formelle Kriterien. Wir erlauben, dass jemand Affiliates hat. Wir wollen aber nicht selbst ein Affiliate nur sein. Ja. Da kommt, glaube ich, nicht genug Commitment rüber, wenn jemand sagt, oh, die sind groß, ja, die möchte ich halt auch, so wie bei einer Sammlung. Wir wollen schon committete Mitglieder. Wir wollen Leute, die sagen, ich bin beim Kartell, weil. Mhm. Und das nächste ist, wenn jemand Redacted und Hidden Einträge hat, dann sieht das komisch aus. Was hat er zu verstecken? Was will er uns nicht sagen? Das muss nicht sein. Deswegen bestehen wir darauf, dass Bewerber so etwas nicht haben. Okay, verstehe. Das ist bei uns übrigens auch eine Richtlinie von unseren Recruitern, dass wir genau darauf auch achten. Das ist ganz interessant. Das ist genau dasselbe.
Cool, und wie sieht es jetzt aus? Ihr seid eine Organisation im wahrsten Sinne des Wortes, ein Kartell, also wirklich besser kann man es nicht treffen mit den verschiedensten Ausrichtungen. Wie geht ihr denn so diplomatisch vor? Gibt es bei euch schon Überlegungen in diese Richtung? Sagt ihr, das ist alles noch fern von unserer jetzigen, von dem, was man jetzt machen kann? Oder wie sieht es da bei euch aus? Ja, es ist im Moment noch so, das PU ist noch eine ganze Weile entfernt, ne? Ich sag mal so, diese typischen Allianzen zusammenarbeiten, die sind eigentlich erst fürs PU relevant. Man kann natürlich vorher gerne Kontakte aufbauen. Also da freuen wir uns natürlich, wenn Leute auf uns zukommen. Und ich sag mal, ab einer gewissen Mindeststärke sollte die Organisation schon haben an Personen, aber wir freuen uns über jede Kontaktanfrage. Okay, alles klar. Also das, du sagst gerade Mindeststärke. Habt ihr da eine Richtlinie oder ist es im Grunde genommen nach dem, wie sie sich präsentieren? Ja, keine direkte Richtlinie. Es ist halt so, wenn jetzt eine Organisation nur 10 Leute hat, ne, dann wird es für uns vom Verwaltungsaufwand, das muss man halt auch sagen, ein bisschen hart, da die noch einzubinden, weil wir kriegen halt da auch oft Anfragen, so ungefähr, wir übernehmen euren Transport und so, ne, und dann denkt man sich, ja, mit 10 Leuten wird es vielleicht etwas problematisch, vor allem, da wir einen eigenen Profitbereich mit 10 Staffeln haben, ne? Aber ich sag mal so 50 Leute und man kann da gerne auch andere Kontakte machen und zusammenarbeiten. Es muss ja nicht unbedingt PU sein. Okay. Kommen wir nochmal zu einem für mich persönlich natürlich sehr interessanten Bereich, was auch das Persistent Universe angeht. Ihr sagt ja, ihr lasst euren Leuten genau diese Freiheit zu tun und zu lassen, was ihr da wollen. Jetzt ist für mich so eine Frage, wenn ich mir das angucke, gerade was so, ich sag mal, wie ihr das nennt, Subradar-Aktionen angeht, wie Piraterie, wie vielleicht Sklavenhandel oder ähnliches. Ihr macht ja euren Leuten da keine Vorschriften, in welcher Art sie vorgehen. Habt ihr vielleicht oder existiert bei euch eigentlich vielleicht das Gefühl, dass vielleicht die Aktionen von wenigen auf, ich sage mal, andere Bereiche von euch abfärben könnten, rein vom Ruf her zum Beispiel oder ähnliches, wenn es sich zum Beispiel um Bereiche geht, die dann auf der einen Seite UI treu sind und das auch sein müssen, um ihren Ruf zu haben und auf der anderen Seite es vielleicht Mitglieder gibt, die genau dagegen gehen. Seht ihr das als Schwierigkeit an bei euch? Wir hatten ja auf dem CLG-Event auf der Gamescom eben dieses Interview, das wir mit Ben Lesnick gehalten haben, da war das auch ein Thema und da hat sich eigentlich herauskristallisiert, dass das auch bei CLG noch vollkommen offen ist, wie sie das denn dann tatsächlich später handhaben werden, ne? Es ist halt so, ich denke mal, Chris Roberts entwickelt da ein Spiel, also das er sich seit Jahrzehnten vorstellt und ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen, dass er dann die Leute, die das spielen, dafür bestraft, dass die Features, die er einbaut, benutzen. Das hört sich für mich irgendwie komisch an, ne? Und es ist ja auch so, im Moment ist unser Subradar-Bereich vom Anteil noch etwas kleiner als die restlichen 3 Bereiche. Es ist halt einfach so, viele Leute wollen handeln, viele Leute machen gern Raumüberlegenheit, viele Leute betreiben gern Forschung und ein paar wollen halt Piraten sein. Und ich sage mal, das muss sich alles irgendwo ausgleichen. Wie das jetzt genau läuft später im PU, das ist jetzt noch etwas müßig drüber zu diskutieren, weil keiner kennt die Mechaniken, nennt man bei CRG direkt und das ist halt alles immer so drumrum. Alle hören halt immer, oh, böse Piraten, Subradar macht halt auch andere Sachen, wie zum Beispiel jetzt hat die Fernaufklärung und so und ich sage mal Hidden Aufklärung und so. Aber das ist natürlich ein Thema, weil es gibt manche Organisationen, die haben eben entsprechende Richtlinien und sagen, nee, mit euch wollen wir nichts zu tun haben, weil ihr habt das so einen kleinen Bereich so ungefähr. Aber ich denke mal halt einfach, wir sind alle erwachsene Leute und ich denke, wir können das Spiel auch zusammen und in vernünftiger Umgebung spielen. Ja, okay, ich verstehe. Also ich bin selber sehr gespannt, wie sich das genau auswirkt. Also insgesamt, wie sich auch der, ich sage mal, das Verhalten einzelner oder vielleicht kleiner Gruppen von Leuten im Persistent Universe dann auswirken wird auf unter Umständen die ganze Corporation. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wir haben da natürlich, wisst ihr ja sicherlich, sehr, sehr strenge Richtlinien, sehr klare Richtlinien auch, was bei uns das angeht. Wir gehen aktiv gegen Piraterie vor.
Da bin ich zum Beispiel auch in Zukunft, um jetzt da vielleicht kurzzeitig mal etwas spekulativ zu werden, sehr interessant, wie wir uns da gegenseitig positionieren. Auch nochmal für alle da draußen, es gibt jetzt keine, habt ihr ja auch gehört, es gibt jetzt vor dem PU oder ähnliches keine Absprachen oder Deals, die wir da fest treffen können, aber ich finde es sehr interessant, wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass wir mit eurer Profit-Abteilung einen ganz anderen Umgang zum Beispiel führen können, als dann eben mit euren Piraten oder beziehungsweise mit eurem Subraider. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie sich das entwickelt. Das kann man natürlich an der Stelle noch gar nicht sagen, ne? Da haben wir natürlich auch schon drüber diskutiert, dass wir sagen praktisch, wir können es verstehen, wenn eine Organisation sagt, mit der und dem Bereich wollen wir nichts zu tun haben. Es kann ja auch sein, ganz extrem gesagt, dass eine Piratenorganisation sagt, Handel, Profit. Mhm. Aber es wird, ist sehr unwahrscheinlich, ne? Aber mal ganz im Ernst, es ist natürlich auch so, dass man sagen kann, wir wollen nur eine Allianz zum Beispiel, sage ich jetzt mal, oder eine Zusammenarbeit mit eurem Raumüberlegenheitsbereich haben. Okay, alles klar. Also das wird sich sehr interessant zeigen. Also da bin ich wahnsinnig gespannt, wie es da ausgeht. Und jetzt nochmal sozusagen als Wrap-up an der Stelle. Wenn ihr jetzt nach außen tragt und sozusagen mit einem vielleicht neuen potenziellen Mitglied sprecht, was sind so die Kernpunkte, die ihr anführt, um sozusagen eure Organisation darzustellen? Was sind so die Punkte, wo man sagt, was bietet ihr den Mitgliedern jetzt? Ich sage mal, in Englisch würde man sagen, in a nutshell, also in einem kurzen Abriss. Ja, also ein großer Teil unserer Philosophie ist natürlich, dass wir die Möglichkeit bieten, dass jemand bei uns alle Bereiche von Star Citizen auch wirklich nutzen kann. Das ist sozusagen das Grundgesetz unserer Philosophie, ne? Mhm. Wo wir auch nicht davon abweichen. Dann, was wir natürlich bieten, ist eine schlagkräftige Gemeinschaft, die dann auch über die Staffeln zum Beispiel auf kleinere Einheiten runtergebrochen wird, wo wir eben nicht diese Massenorganisation sein wollen, auch wenn wir viele Mitglieder haben, sondern wo wir den Leuten die Möglichkeit geben, kleinere Gruppen zu bilden und da regelmäßige Freunde zu finden, mit denen man fliegen kann und mit denen man tolle Einsätze erleben kann. Gerne auch Großeinsätze mit Großraumschiffen und Multicrew-Schiffen, die wir dann eben von der Organisation zur Verfügung stellen und die ja dann auch in den Staffelhangar stehen. Eben die Erweiterung der Staffelzugehörigkeit, das ist für uns auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Staffeln nicht eingrenzen, sondern eine Erweiterung zur Kartellmitgliedschaft sind, dann unsere vielen Interaktionsmöglichkeiten, wie das interne Forum mit vielen Informationen, Teamspeak, Wiki, die News, die wir auf die Website posten und so. Wir versuchen ja auch Community-Arbeit rüberzubringen. Also es sind ja alles nicht nur Inhalte fürs Kartell, sondern wir versuchen auch ganz viel für die Community da im Deutschen zu übersetzen. Dass das praktisch nicht nur für Kartellmitglieder zur Verfügung steht. Und schließlich bieten wir auch, wenn sich jemand entsprechend engagieren möchte, die Möglichkeit, sich in verschiedenen Bereichen in und Outgame zu engagieren und da eben mitzuwirken und was aufzubauen. Okay. Finde ich eben sehr interessant. Jetzt vielleicht wirklich zum Abschluss, weil das für mich so ein Ding ist, wo ich mich wahnsinnig für interessiere, wie das da an der Stelle läuft. Also angenommen, jemand kommt zu euch und wird sozusagen neues Mitglied. Wie wird der bei euch da abgeholt? Also wo kommt jetzt, ist dabei, kommt auf den Teamspeak dazu und ihr habt ja, wie man jetzt schon sieht, also wir sind ja jetzt schon fast 40 Minuten hier am Reden, habt ihr einen riesigen Umfang, was geboten wird. Und gibt es da bei euch spezielle Leute, die sagen so, ich nehme dich jetzt mal unter den Arm und dann gehen wir mal die Bereiche durch? Oder wie funktioniert das da? Es funktioniert so. Als erstes bewirbt sich die entsprechende Person natürlich. Da bitten wir auch darum, dass ein paar Zeilen zur Selbstdarstellung verfasst werden. Also wir nehmen niemand auf, der einfach schreibt, oh lol, will beitreten, sondern bitte mit Altersangabe und dann noch zwei, drei Zeilen Text zur Person. Das machen auch die meisten, also so 5 bis 10 Zeilen. Wir haben auch Leute, die schreiben 5 DIN A4 Seiten. Wir lesen uns das tatsächlich auch alles durch, möchte ich an der Stelle betonen. Ja, das ist für uns schon relevant. Dann macht die Website, nachdem die Person beigetreten ist, einen Datenabgleich, damit
das eben nicht manuell durch den User alles erfolgen muss, sondern über unser Single-Sign-Prinzip. Das heißt, die ganzen Daten von der CRG-Website werden übernommen, natürlich nicht das Passwort und sowas, auf das haben wir keinen Zugriff, sondern nur die Profile werden entsprechend abgeglichen und danach bekommt derjenige übers CRG-Forum eine PM, wo ganz viele Informationen drinstehen, was zurzeit passiert, welche Möglichkeiten er hat, wen er kontaktieren kann und so mit seinen Zugangsdaten zur Website und den restlichen Systemen. Und dann ist derjenige erstmal in den Kartellsystemen und kann zum Beispiel über die Ansprechpartnerseite jemanden raussuchen, mit dem er diskutieren will. Oder wir empfehlen ganz einfach über den auf den TS gehen. Das sind immer Leute in der Kantine, die gerne bei Fragen weiterhelfen. Okay, alles klar, cool. Daher nochmal wirklich als rein technische Frage, worüber wollt ihr gerne, dass sich jemand bewirbt? Direkt über die RSI-Website? Das ist für uns am einfachsten, ja. Eben über den ganz normalen Join-Button. Alles klar, cool. Na, das ist doch super. Also gut, ich will euch jetzt gerne noch an der Stelle sozusagen das Schlusswort geben für das Citizen Spotlight hier, dass ihr sozusagen nochmal sagen wollt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas nicht bedacht habe oder euch jetzt noch was brillanter einfällt, dann bitte gerne an dieser Stelle. Schwierig, es ist eigentlich schon fast alles gesagt. Ne? Das war sehr umfassend. Was, was für uns eben relevant war, ist, war diese Einschätzung, die wir teilweise bekommen haben, dass wir eine Piratenorga sind, die möchten wir strikt widersprechen, sondern wir sind eine Organisation aus erwachsenen Leuten, die einfach nur alle Funktionen des Star Citizen nutzen wollen. Und das ist unser Hauptprinzip. Alles klar, cool. Ja, also das Hauptprinzip sozusagen das volle Spektrum von Star Citizen zu bieten. Und was mich jetzt am Ende nochmal persönlich interessiert, ist, ihr habt von eurer Flugschule gesprochen. Habt ihr da so einen Überblick für mich, wie häufig ihr zum Beispiel da gemeinsam unterwegs seid? Habt ihr jetzt feste Termine in der Woche oder ist es je nachdem, wie sich die Leute bei euch engagieren und eintragen? Das ist Donnerstag und Sonntag, zweimal die Woche. Derzeit ist es noch nicht mit fixem Lehrplan, sondern mehr auf die Leute, die dazukommen, abgestimmt. Das heißt, wenn jemand dazukommt, den wir schon kennen, dann ist das eine einfache Sache, dann machen wir mit den Leuten Programm. Wenn da ganz neue Leute dazukommen, dann teilen wir es auch manchmal mit mehreren Fluglehrern auf. Da macht zum Beispiel einer die Fortgeschrittenen, ein Fluglehrer macht die Anfänger und wir haben im Moment ein informelles Programm. Wir wissen, was zuerst funktionieren muss, bevor man jemanden wirklich in einen Gruppenkampf lassen kann. Das ist alles sehr gut und sehr nett. Später werden wir das sehr viel stärker formalisiert haben, dass jemand auch schon bevor er reinkommt, sieht, okay, heute ist das dran, interessiert mich das oder warte ich, bis wir wieder bei etwas sind, was ich noch nicht gehört habe. Okay, cool. Super. Ja, an der Stelle kann ich mich nur ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr hier wart. Hat mir sehr großen Spaß gemacht, euch mal so wirklich im Detail und aus eurem Munde direkt mehr über euch zu erfahren. Ich glaube, das sehen unsere Zuschauer da ganz anders. Ganz herzlichen Dank an euch dreien, dass ihr das Kartell hier mal so umfassend vorgestellt habt. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Genau, vielen Dank. Ja, also sehr, sehr, sehr gerne. Und jetzt wird diese Episode dann wie immer gewohnt auf unseren YouTube-Channel gehen. Dort ist sie dann auch konserviert und kann sich immer wieder angeguckt werden. Das heißt, wenn ihr dann Informationen nochmal hören wollt über das Kartell und so, bei Twitch werden die ja nach einer gewissen Zeit gelöscht. Jetzt bei dieser Episode, die dann auf den Channel geht, könnt ihr sie dort konservieren und deshalb werde ich jetzt an der Stelle mal unsere Channel-Zuschauer, die das dann da auf unserer Plattform sehen, wie immer verabschieden mit einem See you on the flight deck.